Ja, hallo und willkommen zurück zu dem dritten Teil, jetzt von EO4 mit mehr als Preußen. Und ich würde sagen, wir starten hier locker flockig rein wie beim letzten Mal. Oh, was kann ich hier machen? Oh, Metallurgie, sehr schön. So, Aufnahme Nummer 3, passt. Naja, so böse ist jetzt nicht geendet. Du bist Bayern, oder? Nein, ich bin Preußen. Ich bin Bayern. Du bist Fuchs, ne? Ja. Wir haben ein Problem. Ja. Du bist mein Feind. Ich hab dir nichts getan. Ich bin Schweden. Norwegen ist offiziell nicht schwedisches Territorium, so wie ich denke. Ich bin Friedenheim. Aber Sachsen ist offiziell preußisches Territorium. Du siehst Sachsen als preußisches Territorium. Ja, zumindest das, was ich beherrscht habe. Für 100 Jahre. Ja, Wittenberg und Sachsen. Ja, aber hast du Beweise dafür? www.youtube.com/kanal/lpwg/video20. Bedauerlicherweise besitze ich nicht. Hast du nicht die. Hast du denn nicht die Vollversion gekauft bei Amazon? Genau. Ah, schade. So eine Dummheit aber auch. Wie kann das denn nur passieren? Es ist Zeit, leider keine Möglichkeit, deine diplomatischen Beweise zu holen. Gut, ich habe noch ein Bild auf dem Computer. Tut mir leid, leider funktionieren Bilder bei mir nicht. Achso, ja, hast du auch nicht gekauft, ne? Da habe ich es auch nicht mehr geschafft, das zum Start zu machen. Als jetzt zum Start gemacht. Ah, cool. Ich habe gleich übrigens Münster. Fertig. Ja, ich weiß, ich bin ein toller Preuße. Du bist viel erreicht. Ja, ich habe gleich Münster annektiert. Und darf ich euch darauf aufmerksam machen, dass 24.000 Österreicher in der Oberlausitz stehen? Ja, ich weiß, warum der da steht. Oh, das. Größten Fuchs, willst du den Ostblock beitreten? Von den Reichen. Ich glaube nicht, dass Johannes. Ja! Ich Jux! Ich glaube, ich bin mächtiger wie ich habe mein Armeelimit erhöht. Mohaha! Ich gehe lieber so drauf, dass Johannes mich mag, als so drauf, dass Johannes mir den Kopf abreißt. Soll er dich halt nicht mögen. Ja, das interessiert mich so klein. Also ich will dich aber nicht Dinge beeinflussen lassen. Weißt du, du musst wissen, hier im Ostblock hat keiner die Macht, dich zu bannen und auf jeden Fall die ITS sperren zu lassen. Doch, ich. Ah. Nein, Park, auch nicht. Parker ist brutal. Ich bin. Ich schmeiß eine Bombe auf dein Dach, aber. Nein, wie? Nein. Ja, oh. Ein neutrales Land ist von Amerikanern, die wird mit Schiff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich kann noch Einheit bauen. Mann, was ist mit denen falsch gelaufen? Ich baue mal ein paar Truppen gerade, also ich... Ist Bayern noch drin? Ist Bayern noch drin? Ist Bayern noch da? Büsenfuchs, geh mal ganz kurz bitte raus. Eine Sekunde. Diese Sekunde ist vorbei. Ja, ich muss hier erstmal raustappen. Und dann... Und zwar habe ich jetzt, kann ich bis zu 60.000 Mann aufstellen, das ist vielleicht ganz hilfreich. 60.000? Ja. Wer, Russland oder Polen oder Schweden? Wer ist ich? Ich bin der Einzige mit dem Channel Schweden. Achso, hallo. Ja, ich bin mit den Namen noch nicht so vertraut, also mit den Stimmen vor allen Dingen. Bin eher Chromio gewöhnt und Marius und ja, die Japaner. Ja, ich bin nur Erik und Bastian, also Erik Polen und Bastian in Russland gewöhnt. Was, ehrenloses Polen oder Erik Polen? Warte mal, was kommt da? Da wird jetzt die große Eisengusskanone. Sehr schön. Irgendwie führen alle Krieg und ich verstehe das nicht. Polen? Jetzt mal ohne Verlass, jetzt kommt der Spanier nicht mehr in die protestantische Liga. Wie es ausschaut, nicht. Ja, dann werden wir auch keinen Krieg führen. Also ich ziehe mal meine Truppen aus Anhalt nach Lüneburg zurück und Polen nicht wundern, ich baue gerade eine Armee an einer Grenze auf, damit die Bayern das nicht sehen. Ach, scheiße. Bin im Russland. So ein Kack. Wieso kann ich ein cooles Land im Channel sein? Oh. Weißt du, ich hab so viel Geld gehabt. Was macht die KI? Moment. KI ist toll. Warte mal. Ich hab Unruhen in Anhalt. Och, das ist doch jetzt nicht wahr. Ich push mein Land bis zum Untergang. Willkommen in Preußen.
Ich baue so viele Gebäude. Oh! Das ist krank, ja. Ich kann 44.000 Mann bauen auf einmal. Was haben die gemacht? Ich habe ein Einheitenlimit überschritten. Ich habe mich verrechnet. Kann man sich verrechnen? Ja, ich habe mich verzählt. Sorry. Kein Problem. Nein, ist kein Problem. Hä, Moment, wobei? Ich hatte vorhin 18 vielleicht Artillerie-Dinger mehr. Ich hatte 41.000, dann habe ich das auf 59.000 erhöht. Das ist doch dann die Differenz von 18, oder? Hallo Köln. Hallo. Hallo Jörn. Hallo. Jörn, was gibt es? Ich wollte mit dem Schweden reden. Okay. Diplo 1 oder? Ja, oder Preußes Gloria ist jetzt. Oder Italien, was seid ihr? Ah! Okay. Ich habe mich nicht verrechnet, ich habe nur nicht gesehen, dass ich in der Zwischenzeit Münster annektiert habe und dann nicht 5.000 Mann noch bekommen habe. Ich glaube, die wollen, ich glaube, die haben nicht angreifen. Ich ja, kann schon stimmen, ne? ja, Parker, zieh mal die besser die Grenze. Gut, mach ich. Aber der kann gerade zu keiner helfen, das ist der Schuss. Also, der wollte mit. Hä? Die wollen doch nicht irgendein Religionskrieg aus. Das ist verboten worden für die. Also ich habe jetzt 60.000 Mann, Köln soll kommen. Sonst bist du, ich weiß, Frieden will. Köln soll kommen, ich habe Festung aktiviert. Ich habe... Wie viele Einheiten Artillerie? Moment, ach, da ist die Artillerie. Ich habe irgendwie 10 Einheiten Artillerie, oder 12 sogar, glaube ich. Warte mal, 4, 4, 5 sind 12. Ne, 13. Ja. Also er soll kommen. Ihr könnt mir vielleicht Condottieri schicken. Janik, ich habe eine Frage. Oder wer ist es da? Ja, Parker. Ja? Weißt du, was Alaska auf Japanisch heißt? Nein, weiß ich nicht. Das gibt's glaube ich nicht auf Japanisch. Und zumindest nicht im Wörterbuch. Kalifornien? Ah, oh, wie hieß das nochmal? Keine Ahnung, aber der hat jetzt die ganzen Soldaten auf Sachalin festgesetzt. Ich schau mal ganz kurz nach, warte. Ich wusste das mal. Ich guck das gerade nach, warte. Kalifornien Übersetzung, deutsch-japanische Wörterbuch. Das heißt. Toll. Das steht jetzt hier natürlich nur in den Schriftzeichen. Wir können uns das ja mal anhören. Ah, okay. Kariforuniashu. Also schreibt ihr auf Kariforuniashu. Fuck, oh. Jetzt ist Ming wieder dabei. Auf Ming habe ich keine Lust. Wenn ich jetzt längere Zeit. Karifu was? Karifori. Also ne, Karifor. Das ist alles zusammengeschrieben. Karifor. Ja. Unia. Und Schu. Ja. Und Schuh mit 2 U, also S-H-U-U. Das war's? Das war's, ja, das ist Kariforuniashu, okay, genau. Na, danke. Ich hab noch. Kolonialnation so. Okay, sehr gut. Alles klar. Sayonara. Ja. Bastian, kannst du Preußen garantieren? Es wird ein Religionskrieg ausgerufen. Ich darf mich da nicht einmischen. Ja, ich glaube, die werden es nachher Religionskrieg. Aber die dürfen doch gar nicht, oder? Nein, dürfen die auch nicht. So ein Scheiß. Ich verstehe das nicht. Ich habe ja nicht. Vor allem, ich Schwede, schreib du jetzt bitte mal Ding an. Ich glaube, vielleicht versteht das Köln nicht. Wie schreiben? Ja, Janik oder Köln, der soll mal kommen. Schreib mal Janik. Hab ich schon, ist schon. Okay, Parker, kannst du reden? Ich bin ein bisschen. Was? Ich kann reden. Ich kann schreien und kann reden. Also ich sollte auch nicht reden. Bisschen. Regel du das, sag du weißt ja, was sag ich jetzt. Ich bin der ehemalige Admin. Hallo. Hallo, Janik. Ja. Hey, warte kurz, eine Sekunde, ich muss eine neue Aufnahme starten. Ich bin kurz bei Mani, ne? Ja, also 1, 2, 3. Hi, Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserem EU4 Multiplayer. Wir sind gerade im Channel mit dem Russen und dem Preußen, soweit ich das sehe. Ja. Wer ist noch da? Ich glaube, Schweden. Könnt ihr nochmal bitte Köln hier kurz hinmoven?
Wir müssen mich mal was, oder erstmal mit euch vielleicht was besprechen. Und zwar, der Kölner hat gerade den Schweden gefragt, ob er in einem Bündnis gegen mich beitreten könnte in meinem Angriffskrieg. Das ist aber so, wenn die mich angreifen, wäre ein Religionskrieg ausgelöst von den Katholiken. Das ist ja eigentlich verboten. Warum verboten? Überall? Mir wurde gesagt, dass die katholische Liga keinen Krieg gegen die protestantische Liga beginnen darf. Köln hat Schweden gefragt, ob es Köln unterstützen würde im Angriffskrieg gegen Preußen. Das würde ja bedeuten, dass die katholische Liga der protestantischen den Krieg erklärt. Mir ist das so berichtet worden, dass die katholische Liga das nicht darf. Ich habe keine Ahnung. Ja, also eigentlich bin ich der festen Überzeugung, dass den Krieg sollte entweder Österreich oder Preußen anfangen, wenn schon, wenn schon. Nicht unser Land, übrigens und die Welt Land, ist Osmanen und so weiter. Zumal Schweden, Köln ist gerade Schweden gefragt, hat Mitglied der protestantischen Liga, ob es den Führer angreifen kann. Ja. Ich meine, außer Schweden würde ich den kurz gerade einmal nach Serbien. Als ob ich den einzigen nicht-katholischen in der heiligen Reich ewig schwächen möchte. Ja, dann ist gut. Ja, passt, okay, wunderbar, ja. Passt. Okay, danke. Ja, bitte. Könnt ihr es vielleicht. Hallo, ich hab, weißt du, mit wem man von euch mit den Kleros beschränken kann? Ich hab ne dominante Kleros. Provinzen wegnehmen. Provinzen wegnehmen. Ich will aber keine Provinzen verteilen. Dann hast du einen Arsch. Dann musst du abmachen. Dann wird dein Land jetzt das geht werden. Nach irgendwie 10 Jahren oder so, geht das für 10 runter. Ah, okay, ja, ich hab eh gerade 20.000. Es wäre so schön gewesen, ich hab die Festung von Osmanen belagert, meine Umlegung gestorben, aber der Österreicher braucht sich nicht Truppen zu schicken. Das sind 22.000 Kanonen. Ohne Infanterie, ohne Kavallerie. Wenn man auf die Armee drauf geht, ist ja instant der Stackwall fast. Das ist also ein Nahkampfwurf und die Hälfte der Armee ist tot. Ich habe jetzt mal meine Flotte zurückgezogen. Wo bin ich denn mit Handel beschäftigt? Da bin ich mit 13%, damit 3. Heiko. Wieso schickst du deine Flotte zum Eskortieren? Der von 3% Handel im Ärmelkanal und nicht zu 13% in der Ostsee. Mission auswählen, Handel schützen, und zwar machen wir das hier bei Lübeck. Ja, also die Handelszone Lübeck. Und dann bin ich nämlich Grönland ist noch Lübeck? Ja, britisch Island, wer kennt's nicht? Und libysch Grönland. Ja, aber wow. Das ist Lübecks eigene Schuld. Ja, das stimmt. Zumal ich habe jetzt natürlich einen Handelsknotenpunkt halt, ne? Das gefällt mir. Ja, dir. Ja gut, ich find's auch schön. Ich komme endlich die skandinavischen Provinzen von denen an. Du kannst auch ruhig noch an den Schleswig, wolltest du nicht haben, ne? Ja, dann ist halt wieder ein Gebiet, was ich nicht bekommen kann und das ist wieder kacke. Ja, stimmt. Ich habe auch irgendwie keinen Bock. Scheiße, dadurch, dass ich die Münster annektiert habe, ist jetzt meine Beziehung mit Dänemark runtergegangen. Ich war bei 189. Ätzend. Ich finde es ja nur gerade geil, wie die KI einfach mich geldtechnisch und amittechnisch weiter nach vorne gebracht hat, wie keine Ahnung. Sicher, das wird mir zu denken geben, wenn du, die KI besser ist als du. Warte mal, wenn ich mit Russland eine Staatsehe mache, wäre das eine Maßnahme? Wofür? Einfach damit ich eine Staatsehe habe. Ja, was hat eine Staatsehe mit Russland? Ja, aber ich brauche halt bisschen mehr Legitimität vielleicht. Weil Dänemark möchte mit mir eine machen, da verliere ich Legitimität, das bringt mir nichts. Köln hat Ansprüche erhoben auf Lüneburg. Die hat sowieso keinen Krieger gehabt. Ich schicke jetzt mal Köln eine Beleidigung. Lass es. Das ist ja direkt Kriegsgrund. Leute, das haltet ihr davon, dass ich jetzt das Mogulreich angreife? Sie wollen unbedingt, dass ich es angreife, weil das Mogulreich halt im fetten Krieg gegen Mameluke, Osmanen und so. Ja, die was? Kölner haben Piraten gegen meinen Handel entsandt. Ich habe einen Kriegsgrund gegen Köln. Das, ja, das machen, was du möchtest. Du kannst auch gerne alles erinnern. Ja, klar, das Problem ist nur, Mogulreich ist nicht schwach und ich habe nicht Manpower. Oh, Mogulreich, ich mach mit. Einfach nur, um Chromio zu ärgern.
Ein Darklord ist anscheinend gerade am Abkacken. Wer ist Darklord überhaupt vom Land her? Darklord, Darklord, Darklord. Tunesien. Wir haben das die. Moment, Russland hat nicht so Militärtech wie die Mogul? Was? Ja, die haben das voll gepusht. Kann ich schon machen. Ah, was hab ich denn? Ich hab immer noch einen besseren als Österreich Militärtech. Oh nein. Ach, fickt euch. Okay, Leute. Russland? Ich bin hier raus. Aber Preußen geht es gerade gar nicht so schlecht. Ich habe 1000 auf dem Konto. Ich habe 60.000 Mann im Feld. Und Schweden und Polen sind meine Buddies. Also es gefällt mir. Ach, apropos, ich könnte mit Schweden eigentlich mal ein Bündnis schließen, oder? Weil Frankfurt ist ja kein Spieler, oder? Frankfurt ist kein Spieler. Dann kann ich das machen, ne? Ja. Dann beende ich mal ganz kurz das Beziehungsverbessern mit Polen. Damit ich wieder einen Diplomaten frei habe. Das ist total geil mit diesem Diplomatensystem. Und dann mache ich mit dir ein Bündnis. Kann ich nicht. Bündnis mit Rivalen nicht möglich. Schweden? Ja, komm. Also, jetzt bin ich aber enttäuscht. Was? Du bist mit einem Rivale von mir. Ja, du bist von mir kein Rivale mehr, aber ich bin Rivale von dir. Das habe ich von vorhin gesagt. So ein Kackdreck. Ich werde dich dafür töten. Admin. Tim hat 12.000. Wer ist das? Ist das nicht hier in Malaysia? Oder wer war Malaysia? Du kannst mich auch gerne als Rival entfernen. Ne? Du bist du noch mein Rivale? Ja, ich bin dein Rival, ich war dein Feind. Ach so. Das muss man mir doch sagen. Wie kann ich das denn ändern? Warte mal, hä? Ich kann das irgendwie nicht umändern. Was ist? Rechtsklick? Das kostet euch 100 diplomatische Macht, das riskiere ich. Gut, dann nehmen wir jetzt mal als Konkurrenten Köln. Jawohl! Und ich habe Unruhe. Holsteinische Nationalisten. In Holstein. Wer hätte sich jetzt das gedacht? Meine Damen und Herren, wir haben holsteinische Nationalisten in, lassen Sie mich raten, Holstein. So, dann machen wir jetzt Militärbündnis, okay? Ja, komm. Ja. Wir haben einen Rivalen Niedrigkriegsfunk gegen Köln. Sehr schön und sehr, sehr schön. Jetzt siehst du nämlich auch meine Armee. Ich bin sehr gegen Köln fokussiert, sieht man vielleicht. Halt mal, Polen könnte mit dir ein Bündnis machen. Echt? Ja. Wow. Cortana, geh weg. Nein. Ach Mann, ich hasse diese Frau. Ich habe gerade Polen gesagt und dann ging plötzlich meine Windows-Sprachassistentin an. Toll. Das sind jetzt zwei schöne Blackscreens in der Aufnahme. Vor allen Dingen, als ich dann den Namen nochmal gesagt habe, ging das Ding wieder an. Ich habe nur so gedacht, da wir eine positive Meinung dafür besitzen müssen bei Polen. Ich meine mit Polen turnieren. Minus 10, das verbessere ich eben. Gut. Aber sind keine Rivalen mehr, das ist schon mal gut. Ah, ich kann mit Polen keins schließen, weil das ist eine Großmacht. Ach ja, stimmt. Obwohl die Osmanen sind, sind noch schade. Ja, die gehen aber als dauerhafte, meine ich doch. Alle, die über 100 Punkte haben, gehen dann als dauerhafte Osmanen. Echt? Oh. Ja. Finde ich jetzt irgendwie doof. Das heißt, ich war noch nie Großmacht. Scheiße. Finde ich zum Beispiel gut, weil damit hatte ich das Bündnis mit Bayern und Frankreich einfach so erledigt. Stimmt, stimmt. Also die Frage ist jetzt wirklich, ob wir jetzt ein Ding angreifen. Ich hab halt immer noch Schiss wegen der Liga. Komm mal in die protestantische Liga rein. Hier muss ich Janni fragen, wie das jetzt ausschaut. Ja, ist jetzt
das wäre sogar gerecht, weil Spanien und Spanien kommen nicht. Der Osman ist im Arsch. Ich schreib mal Admins. Ich frag mal eben die Admins, ob sie runterkommen können. Ja. Ich könnte ja einfach machen. Ja. Okay. Euer Majestät. Holland hier. Ich wollte nur sagen, findest du es nicht ein bisschen komisch, dass der Kongo mit dir Beziehungen verbessert? Der Kongo? Wir haben. Russland möchte was von euch. Ich habe eine Frage. So, Spanien und Portugal gehen jetzt doch nicht in die protestantische Liga, so ist auch schon was. Was überhaupt keinen Sinn macht, aber. Was ich zwar nicht verstehe, weil es jetzt gesagt wurde, wenn Polen reingeht, dann gehen die auch. Ist halt für die dämlich, weil der Franzose die halt dann wieder verdreschen geht, sobald er wieder da ist. Jetzt war eine Frage, ob ich dann in die protestantische Liga gehen darf, in die eh nicht. Klar, du bist orthodox, tu das. Aber dann, frei. Dann gewinnen wir halt, gell, weil. Ja, 300.000. Ja. Du hast eine Massenarmee, du hast keine Klassenarmee. Die hab ich! Hi! Haha! Das ist des Jahrhunderts. Das sind russische Quantitäten, das ist so. Das ist beste Qualität. Was ich so euch gerade mal empfehlen würde, wäre, dass ihr mal ein bisschen den Osmanen Mameluken unterstützt. Bin ja schon dabei die ganze Zeit. Ich tue schon einen Anspruch für ihren. Geld oder so technisch, ja. Ihr Schwede, weißt du, was passiert? Ich bin ja vorhin rausgeflogen. Hab kein Geld. Ja. Weißt du, was passiert ist? Die Karriere hat mich mit Geld technisch gepusht. Das ist gleich wirklich. Niederlande? Ja, ich kenne dich, die haben irgendwas gemacht, ihr und einmal kann ich 36.000 Mann aufstellen. Wahrscheinlich haben wir den Handel mal optimiert. Weil du machst echt viel Handel in der Ostsee. Nee, der war schon vorher so. Ja, dann Glück gehabt. Weißt du, was lustig ist, Niederlande, ich kann mit denen ein Bündnis schließen, mit dem Kongo. Okay. Ja, also, das macht aber nicht. Ich bin aber kurz wieder. Ja, danke, Herr Nils. Ich könnte ein Bündnis mit dem Kongo machen, das ist doch meine Sache. Was? Lass ihn den Kongo fressen. Ja, mach ich, keine Sorge. Ich will doch. Russland, also was ist jetzt unser Plan? Ich würde nicht, aber. Das mit dem, oh, der Religionskrieg, der wird so hart werden. Und vor allem wenn Spanien, Portugal und plötzlich auf die. Oh, vor allem ich hab Hunger. Lass ihn mal überlegen. Osmane, Polen, Litauen, Schweden, Russland gegen die Rest. Heiko! Wenn wir erklären, wenn die nicht da drin sind, dann sind die nicht drin. Das oh Mann, was hat Heiko getan? Der hat. Moment neutral. Wenn wir erklären, können die auch nicht nachschauen. Heiko hat nicht die Qualitätsideen als Preußen erforscht. Ja, er wollte unbedingt Quantität. Der hat Quantität und Offensiv. Ich habe dasselbe wie der Russe. Ja, schöne Scheiße. Ja, du hast trotzdem gute Truppen unter die Masse. Disziplin plus 5%. Danke, Kurfürstin Paula. Heißt nicht so. Ja, okay. Ja, aber die gibt das trotzdem, weil sie Mitglied ist im Parlament irgendwie. Ich weiß es nicht. Also, von mir aus können wir jetzt angreifen. Ich habe Militärtech 16. Kann ich mir noch nicht. Ich nicht. Also, ich habe nämlich. Ja, lass dir Zeit. Ich glaube, Russland möchte da nicht mit. Was? Ich habe 32 Fündergeschütze. Los! Außerdem, Parker, wir müssen da auch vorher dem Osman Bescheid sagen. Ja, der Osman ist im großen Krieg und der Osman kann es nicht angreifen. Alles gut. Das wäre ein Scherz. Ich habe nur gerade gedacht, wow. Ich bin nicht Heiko, ich bin Parker. Warte, ich schick den jetzt, ich kann die Idee. Oh, Österreich hat noch 14, ich könnte Österreich schlachten. Muss Österreich wirklich schlachten? Boah, ich könnte jetzt so Schlesien zurückerobern, da würde Friedrich der Zweite aber gucken. Und Bismarck. Yay! Das gefällt Parker. Also ich habe ja gehört, du spielst es ja länger jetzt, Parker, ne? Weiß ich, spiele das länger? Gehört. Echt? Ich weiß nicht, je nachdem wie das mit Heiko läuft. Also ist mit. Halt, ach du Scheiße. Gerne in Ruhe, aber nur wenn der halt auch keine Anstalten macht, polnisches Gebiet zu erobern. Ach du Kacke. Also es sind aktuell 1,35 Millionen Menschen ohne Strom in Florida.
Was? Merkantilismus. Und Osmanisches Reich hat ein Angebot akzeptiert und Portugal unmoralische Preise. Oh Gott, Aufstand? Oder ich verliere Geld? Ja, wir bezahlen Brot. Das können wir uns leisten. Noch so gerade eben. Boah, meine Königsgemeinde ist so scheiße. Die ist einfach schon wieder. Oh, scheiße. Ja, ist ja der Regentschaftsrat. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber ich möchte meinen normalen Herrscher haben. Weil der hat 433. Ich habe jetzt übrigens mit dir Russland 115 Beziehungen. Ich habe mit dir 174. Okay, ich mich verbessere das weiter. Mit Polen habe ich nur 24, weil irgendwie, ja, wegen Krieg und so, ne? Ich würde gerne Danzig und Königsberg abkaufen. Bitte. Ja, musst du später mit denen reden. Dann. Das, mit Polen kannst du noch verhandeln. Dann. Ich würde dafür auch Polen ordentlich Geld bezahlen. Ist Polen hier? Nein, Polen ist nicht mehr da. Polen ist im Krieg. Die haben Notäre bei den Osmanen. Ich kann mal ganz kurz Polen anschreiben. Das ist doch hier Polen, oder? No cookie. Ja, da ist irgendwo nur Cookie drin in diesem Buchstabensalat. Ja, XXX irgendwas da. Ich würde das aber heute nicht verkaufen, weil das erstmal selber haben möchte, der Wirtschaft zu pushen. Wenn ich ihm 800 Gold dafür gebe, hat er auch Geld für die Wirtschaft. Aha, wunderreich bin ich. Ja, GG aus meiner GG, was war der? Goldenes Zeitalter. Obwohl, machen die Mamelucken da mit oder sind die auf der Feindseite? Die Mamelucken, die kämpfen mit den Osmanen zusammen. Sehr schön. Die haben nämlich gerade 46.000 Mann hier auf dem Weg nach Mogulreich. Oh, da gibt's eine Schlacht. Warte mal. Schlacht von Bagdad. Irakkrieg. Irakkrieg. Wie siehst du das? Ich habe irgendwie Bagdad-Karten, keine Ahnung. Oh, oh, mit Gemetzel. 85.000 Osmanen gegen 60.000 Mogulfürsten. Hahaha. Die Osmanen. Ja. Oh ne, jetzt kommen noch Verstärkungen. Jetzt gewinnen die Osmanen trotzdem. Ne, nicht mehr. Oh Gott. 100.000 Mamelucken, Mogule. Ach du Kacke. 41.000 Osmanen kommen als Verstärkung. Los, tötet sie. Ja, die Osmanen gewinnen. Oh Gott, nein, die gewinnen nicht. Oh Gott. Gemetzel. Gemetzel. Die Mamelucken haben, die Mogulen haben verloren. Die Mogulen haben verloren? Ja, und Barata wird jetzt abgeschlachtet mit seiner 25.000 Mann Armee. Ja. Oh, das ist eine riesige Metzel gewesen. Oh, hier, live auf meinem Kanal. Haha. Die Schlacht von Bagdad. Gut, dass sie bei einem Amerikaner gefilmt worden ist. Das musste jetzt einfach sein. Das ist einfach zu lustig. Ah, Entschuldigung für übrigens, ich habe mich so ein bisschen erkältet in Korea, ist das Klima teilweise ein bisschen rauer. So. Einfach jetzt ist mein XD als einziges aus dem Satz noch da. Das wird total gruselig, einfach so ein Smiley. Brauche ich eigentlich noch diplomatische Technologie, weil ich habe ja keine, ich habe keine Flotte, ich habe keine Kolonien. Also Parker, du hast mir da ja was geschrieben, ne? Ja. Ich muss sagen, das steht leider nicht zur Debatte. Echt nicht? Schade. Nee, die Provinz ist halt auch für mich echt wichtig und ich brauche den Handelseinfluss in der Ostsee und... Ja, wir können auch nur über Königsberg reden, einfach nur als Symbol. Wenn du Danzig behalten willst wegen dem Handelseinfluss... Einfach nur als Symbol. Ja, es ist, damit ich Heiko was präsentieren kann, von wegen... Ja, aber wir können unsere Kulturen ja vermengen und dann wird daraus was Tolles, wie McDonald's. Ich muss sagen, ich helfe. Was Bürgerkrieg ist? Nee, ich wäre eher dafür, dass wir vielleicht so zusammenwachsen. Dann machen wir Krakauer Würstchen mit deutschem Stempel. Ja, apropos Krakauer Würstchen. Oder die Borken, die ich dringend. Helfe dir ja auch gerne mal irgendwann gegen Österreicher oder sowas zu erobern, aber Danzig und Königsberg behalte ich. Na, schade, schade. Ja, Heiko, ich hab's versucht. Ja.
Aber das Gemetzel da unten gerade, das war so traurig. Gott, Schlacht von Bagdad. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel... Nicht so viele Tote sind da. Ja, was ist jetzt, Russen? Wie was ist jetzt? Meinst du, brauchst du mich schon? Naja, die brauchen mich. Okay, los. Russe, warst du gerade bei der Schlacht von Bagdad beteiligt? Ja, sogar die Kelle. Oh Mann. Warte mal, polnische Einheiten sich da. Oh, der Diplomat ist tot. Oh, und mein... Ja. Zwei Berater gleichzeitig gestorben. Da super. Moralflotte. Rekrutenreserve. Oh, Disziplin. Plus 5% Preußen. Aber der kostet 8 Dukaten monatlich. Aha, leck mich. Wir nehmen mal den hier. Diplomatische Reputation. Ich kann ja nicht. Boah, das kostet alles so viel Geld, ne, diese Diplomaten. Also ich schmeiß mal einen von den beiden Typen hier raus. Das ist mir einfach zu teuer, ich kann mir das nicht leisten, das ist traurig. So ein Militärberater, der kostet 8 Dukaten. Lese ich doch richtig, ne? Ja. Oh, Unterhalt Armee, minus 10%, der ist gut. Alfred von Merkatz. Den nehme ich mit rein. Ey, da stehen einfach 24.000 Kölner an deiner Grenze. Du stehst da. Ich stehe da mit meiner gesamten Armee. Ich könnte mir aber nochmal General leisten. Steht Österreicher irgendwo bei dir? Oh, hab ich mich erschrocken, das sind ausständische Schleswig. Ich hatte gerade, hä? Ich rekrutiere jetzt erstmal einen guten General. Ich habe einen General, 4 Fernkampf, 4 Nahkampf, 3 Bewegung. Köln, komm! Ja, die sind auch lustig. Ich glaube, ich hole mir so einen dritten General. Ich kann nur 2 leisten. Ich teste mal, ob ich einen besseren bekomme als diesen einen. Moment. Weil ich habe jetzt ja Militärtech 16. Ne, der hat sich nicht gelohnt. Den kicke ich, glaube ich, wieder raus, oder? Und das ist Level 2. Wir testen mal. Nein, das ist Level 1. Herr General, Sie werden entlassen. Wie kann ich den jetzt hier rauskicken aus der Armee? Achso, okay. Hä? Kannst du mir kurz helfen? Ich weiß nicht, wie man diesen General entfernt. In der Armee, Kein Anführer unten, habe ich gefunden. Oben, genau, über den Militärtech, genau, zack, boom, weg. Danke. Ich hab's gefunden gerade. Oh, dieser General ist so böse, ne? Der ist so böse. Philipp von Anhalt-Dessau. Was hat der Kölner? Der hat 2 Fernkampf, 3 Nahkampf, 3 Bewegung. Ich könnte jetzt Köln so überrennen, aber ich tue es nicht. Ich schicke mal kurz meine 20.000 Mann Armee da oben, um Schleswig zu befreien. Einfach um die Armee zu testen. So von wegen, so ein bisschen Gemetzel muss sein. So, ich habe in der Schlacht 600 Mann verloren und 10.000 Aufständische getötet. Ja, Herr General, Sie sind mein Mann. Gibt's doch irgendwie so eine Verarsche, oder? Der General-Aktivreiniger oder so. So, ich mache jetzt an der Stelle den Part beenden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Parker.